Mike Dooley, Autor und internationaler Redner. Dieses Prinzip lässt sich in drei einfache Wörter zusammenfassen. Gedanken werden Dinge. Mike Dooley, author and international speaker. And that principle can be summed up in three simple words. Thoughts become things. Kraft dieses überaus mächtigen Gesetzes werden Ihre Gedanken zu den Dingen in Ihrem Leben. Through this most powerful law, your thoughts become the things in your life. Ihre Gedanken werden Dinge. Wiederholen Sie diesen Satz in Gedanken und lassen Sie ihn in Ihr Bewusstsein einsickern. Your thoughts become things. Say this over to yourself and let it seep into your consciousness and your awareness. Ihre Gedanken werden Dinge. Your thoughts become things. Die meisten Menschen verstehen nicht, dass ein Gedanke eine Frequenz hat. Most people don't understand that a thought has a frequency. Wir können ihn messen. Wenn Sie einen Gedanken wieder und wieder denken, we can measure a thought. And so if you're thinking that thought over and over and over again, wenn Sie sich vor Ihrem inneren Auge vorstellen, dass Sie diesen brandneuen Wagen haben, if you're imagining in your mind, okay, having that brand new car, dass Sie das Geld haben, das Sie benötigen, dass Sie das ersehnte Geschäft aufbauen, Ihren Seelengefährten finden, having the money that you need, building that company, finding your soulmate, wenn Sie sich vorstellen, wie das aussieht, if you imagine what that looks like, dann senden Sie die Frequenz jenes Gedankens fortwährend aus. You're emitting that frequency on a consistent basis. Gedanken senden ein magnetisches Signal aus. Thoughts are sending out that magnetic signal, welches die entsprechende reale Sache zu Ihnen zurückzieht. That is drawing the parallel back to you. Der dominierende Gedanke oder die mentale Einstellung ist der Magnet. The predominant thought or the mental attitude is the magnet. Und das Gesetz lautet: Gleiches zieht Gleiches an. The law is that like attracts like. Deshalb wird die Denkweise unweigerlich solche Umstände anziehen, die ihrem Wesen entsprechen. Consequently, the mental attitude will invariably attract such conditions as correspond to its nature. Gedanken sind magnetisch und haben eine Frequenz. Thoughts are magnetic and thoughts have a frequency. Während Sie denken, senden Sie Nachrichten in das Universum aus, die magnetisch die entsprechenden Gegenstände mit derselben Wellenlänge anziehen. Those thoughts are sent out into the universe and they magnetically attract all like things that are on the same frequency. Everything sent. Alles, was ausgesandt wurde, kehrt zum Ursprung zurück. Und dieser Ursprung sind Sie. Everything sent out returns to the source. And that source is you. Stellen Sie es sich folgendermaßen vor. Think of it this way. Wir wissen, dass ein Fernsehturm über einen Sender eine Frequenz ausstrahlt. We understand that a television station's transmission tower broadcasts by a frequency, welche in ihrem häuslichen Empfangsgerät in Bilder umgewandelt wird, which is transformed into pictures on your television. Die meisten von uns verstehen nicht wirklich, wie das funktioniert. Most of us don't really understand how it works. Doch wir wissen, dass jeder Kanal eine bestimmte Frequenz hat. But we know that each channel has a frequency. Und wenn wir diese Frequenz am Empfänger einstellen, and when we tune into that frequency, bekommen wir das Programm eines bestimmten Senders auf unserem Bildschirm zu sehen. We see the pictures on our television. Wir wählen die Frequenz, indem wir einen Kanal einstellen. We choose the frequency by selecting the channel. Und dann empfangen wir die Sendungen, die auf jenem Kanal ausgestrahlt werden. And we then receive the pictures broadcast on that channel. Wenn wir andere Bilder in unserem Gerät sehen wollen, wechseln wir den Kanal, indem wir den Empfänger auf eine andere Frequenz einstellen. If we want to see different pictures on our television, we change the channel and tune into a new frequency. Sie sind ein menschlicher Fernsehturm. You are a human transmission tower.